Als Wegstrecke, als Radweg, eine glatte 6, 0 Sterne. Wow, richtiges Kleinod hier. Es war nicht ganz einfach. Alles Privatbesitz, man kommt kaum ran. Also das war gerade absolut übertrieben. Macht richtig Spaß hier sogar zu fahren auf Kopfsteinpflaster. Ordentlich steife Brise hier. Moin und wirklich moin, denn ich bin endlich mal wieder im Flachland unterwegs. Nach den ganzen Bergland-Videos bin ich jetzt wieder bereit fürs Flachland. Und zwar stehe ich hier in Mecklenburg-Vorpommern. Da war ich sehr lange nicht mehr. Das ist schon 2,5 Jahre her. Ostern 2019 auf Usedom. Das war das letzte Mal, also es wurde unbedingt Zeit. Und heute stehe ich jetzt hier, vielleicht habt ihr es erkannt, in Grevesmühlen vor der Stadtkirche St. Nikolai, und darum wird es auch heute ein bisschen gehen, um die ganzen alten Gebäude hier, die aus Backstein bestehen, denn ich fahre heute den westlichen Backstein-Rundweg. Ja, der ist 370 Kilometer lang, den werde ich bestimmt nicht schaffen, denn ich habe ja nur Wochenende Zeit. Und ja, aber das Gute ist, es gibt so ein paar Zwischenstücke, wo man dann eine Runde schön draus basteln kann, so dass ich heute eine 120 Kilometer Runde machen kann. Von hier Grevesmühlen geht es nach Schwerin, dann am Schweriner See Richtung Norden und dann durchs Bündland nach Wismar, dann auch mal so ein bisschen an der Ostseeküste bis fast vor Boltenhagen und dann geht es wieder Richtung Süden hierher. 120 Kilometer ist ein ganzes Stück, aber die Uhr da oben, die stimmt nicht. Es ist 8 Uhr morgens, aber also habe ich viel Zeit dafür. Das Wetter, nicht so strahlender Sonnenschein, es soll auch sehr pustig werden, aber ich habe jetzt die Zeit dieses Wochenende und dann wollte ich unbedingt mal wieder los in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sein. Ich freue mich richtig drauf. Es wird wohl hoffentlich auch schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Den Kilometer habe ich jetzt schon bewältigt, ging ganz schön schnell, aber jetzt werde ich ein wenig ausgebremst. Jetzt bin ich so auf einer schwierigen Wegstrecke, Kopfsteinpflaster, eigentlich nur so richtig gefundene Feldsteine hier. Ein paar Kanten sind da schon ordentlich drin, das hobbelt ganz gut, aber links und rechts irgendwo ist immer mal so eine, ja, so mal sagen, Grasnarbe, wo man drauf fahren kann. Mit dem Fahrrad geht das eigentlich noch, aber richtig schön hier. Richtig einsam, die Orte sind doch weit auseinander und wie man hier wieder sieht, riesige Felder. Ja, das kenne ich auch noch, oder das habe ich noch in Erinnerung von meinen letzten Touren in MacPom. Ja, die sind hier richtig riesig, da sind die ganz schön lange bei, wenn sie das dreschen wollen. Aber
ich will jetzt nicht dreschen, ich will da weiter. Oh, ist das jetzt schon ein Kilometer so? Ich weiß nicht, ob es noch ein Kilometer so ist. Ich sehe hier noch kein Ende, aber ich habe ja Zeit. Boah, das schlimmste Stück habe ich vielleicht jetzt geschafft. 3,5 Kilometer lang war das Stück. Schlimmstes Kopfsteinpflaster, man konnte es auch teilweise dann auch dann nicht mehr umgehen, weil links und rechts waren die Dornhecken ein bisschen eng. Uiuiui. Aber landschaftlich war es echt toll, aber als Wegstrecke, als Radweg, eine glatte 6, 0 Sterne. Aber naja, ich habe es jetzt geschafft. Hier ist das Kopfsteinpflaster mit glatten Köpfen oben. Das ist besser ausgepflastert. Das geht hier in diesem kleinen Ort hier. Ich hoffe, es kommt nicht mehr so viel, aber ich habe auch Zeit mitgebracht. So schlimm ist es auch nicht. Aber landschaftlich muss ich sagen, auch sehr schön. Riesige Felder. Da müsste man eigentlich mal im Frühjahr kommen, weil da war gerade eben ein Rapsfeld, da war natürlich abgeerntet. Wenn das blüht im Frühjahr, so riesig wie das ist, sieht bestimmt toll aus. Aber naja, ich fahre jetzt weiter. Mal sehen, was jetzt noch kommt an Wegstrecke. Ich habe noch richtig viel vor mir, wenn das alles Kopfsteinpflaster wäre. Ui. Aber wird es nicht sein. Weiter ging die Fahrt durch ja, teilweise doch einsame Landschaften und immer wieder kleine Ortschaften mit ja, Kopfsteinpflaster. Aber man konnte es bis jetzt weiterhin gut umfahren. Jetzt stehe ich hier in Großeichen oder kurz davor mit der Kirche aus Backstein natürlich. Gerade eben war auch in Mühleneichen war auch eine Kirche mit aus Backstein. Also bis jetzt wird es den Weg denn doch gerecht, wie es weitergeht. Werde ich sehen. Im Moment sieht es wieder nach blauem Himmel aus. So gut war das Wetter eigentlich gar nicht vorhergesagt. Der Wind ist da, wird auch immer stärker, aber bis jetzt bin ich zufrieden, auch mit dem Wetter. Und mit meiner Leistung? Oh, noch nicht viel. 20 Kilometer, ein bisschen mehr wie 20 Kilometer habe ich erst. Also es geht weiter. Einen schönen See hier gibt es hier auch an diesem Weg. Wunderbar. Da fließt die Stepenitz ab. Das ist der Kamnoer See, glaube ich, heißt das irgendwie. Wow, richtiges Kleinod hier. Tut richtig gut hier
mal unter Wasser zu stehen, nicht immer nur Felder zu sehen. Wunderbar, das ist doch schon mal ein richtig schönes Plätzchen hier. Mann, wenn es so weitergeht, naja, wenn ich noch gleich nach Schwerin reinkomme, gibt es ja auch noch einen großen See. Also ist doch was auf dem Weg zu sehen. Bis jetzt klasse, kann ich nicht anders sagen. Bis auf natürlich das 3,5 Kilometer Kopfsteinpflasterstück. Aber naja, ich werde sehen, was noch kommt. Hier ist es schön. Hier wäre schon mal so ein Platz zum Verweilen, aber ich muss erstmal weiter. Was heißt muss oder möchte noch weiter? Ist noch keine Zeit für eine Pause. Nun stehe ich vor den Toren von Schwerin. Hier ist mal so eine Radkarte, hier kann man schön sehen, wo ich gleich noch längs muss. Von hier oben bin ich gekommen. Hier längs. Da habe ich gerade eben am See gestanden. Jetzt ging es hier runter. Hier entlang, hier stehe ich jetzt. Und jetzt geht es hier einmal hier durch. Durch Schwerin, nicht zum Schloss, sondern hier hoch. Hoch am See wieder, wird wohl eine richtig tolle Strecke werden. Oh, dann müsste es da längs gehen. Boah, könnte gut werden. Nun bin ich hier mitten in Schwerin, stehe hier vor dem Dom, ein riesiges Bauwerk hier aus Backstein, ja, wie das der Weg schon sagt. Ja, Jahreszahlen und so, das kann man ja alles googeln, das ist auch gar nicht so wichtig. Für mich ist ja nur die Landschaft wichtig und doch sowas mal zu sehen. Der Hintergrund, das kann man ja alles ergoogeln. Könnte ich ja jetzt, aber das kann man auch einblenden oder... Oh. Viertel vor zwölf, noch nicht zwölf, aber richtig, boah, schöne Stadt, die Innenstadt zumindest. Das Rheinfahren, naja, war hauptsächlich auch eine Hauptstraße, war natürlich nicht so toll, aber muss halt sein. In so einer größeren Stadt kann man dann nicht immer nur kleine Wege fahren, aber naja, gleich Mittagszeit, da mache ich glaube ich nur eine kleine Pause oder es kommt was auf den Weg. Ich gehe jetzt ja nicht in die Innenstadt, sondern fahre wieder weiter. Ich war gerade am Pfaffenteich da, und da geht es gleich ein Stück entlang und dann irgendwann stoße ich dann auch immer auf den Schweriner See. Ein bisschen schöne grüne Landschaft kommt dann auch wieder, bin ich wieder aus der Stadt hinaus. Und dann kommt, ja, ich weiß gar nicht, wie weit das weg ist, Wismar, ja, von Stadt zu Stadt. Aber die kleinen Orte, ja, Highlights sind da nicht dazwischen meistens, ja, aber... Der Weg, die Landschaft ist trotzdem toll.
Naja, da oben gucken auch welche raus. Ich glaube, da kann man hoch. Sieht so aus, als ob man da hochgehen kann. Ja, da laufen welche. Ja. Aber richtig schön hier, die ganzen alten Bauten hier. Richtig toll hergerichtet wieder. Sieht echt toll aus. Na, geht's erstmal wieder weiter. Ja, raus aus der Stadt. Hier bin ich endlich am Schweriner See. Es war nicht ganz einfach. Alles Privatbesitz, man kommt kaum ran. Aber hier habe ich jetzt mal eine Bank gefunden, wo man sitzen kann. Es hat eine ganze Dreiviertelstunde noch gebraucht, um ein Plätzchen zu finden. Dafür aber jetzt wieder ein sehr schönes. Ja, man sieht die Dimension von diesem See ja schon. Nicht gerade klein. Meine Pause war echt dringend nötig. Ich hatte jetzt schon fast einen Hungerass, weil ich jetzt kein ordentliches Plätzchen finden konnte. Weil da oben an der Straße geht der Radweg. Da sind zwar Bänke, aber es ist direkt in der Hauptstraße. Das ist ja nun wirklich nicht schön. Aber ich habe es ja noch gefunden. Ein Glück. Hui. Na, dann kannst du ja gleich weitergehen. Nach einer kleinen Mahlzeit hier. Siehste, Wismar ist schon gar nicht mehr so weit. Bin jetzt am Nordende des Sees, des Schweriner Sees. Gesehen habe ich ihn auf dieser Seite fast gar nicht, obwohl der Weg ja gar nicht so weit weg ist vom See. Und wenn man hier auf die Karte guckt, sieht das immer so aus, als ob man direkt am See fährt, aber ist gar nicht so. Also mindestens der Radweg nicht. Das ist, glaube ich, der Wanderweg. Der ist wahrscheinlich besser. Vielleicht kann man den auch fahren, aber das werden nur ganz schmale Wege sein. Hier ist nämlich die Radfahrkarte. Die roten Dinger sind alles rote Striche, sind Wanderwege. Der blaue sind Radwege. Ich bin jetzt hier. Ich gehe jetzt hier oben rüber. Dorf Mecklenburg und dann zur Hansestadt Wismar. Jo, ist nicht weit, 16 Kilometer. Ist doch schnell gemacht. Und leider ist die Sonne jetzt doch ein bisschen mehr weg, wie vorhergesagt. Aber der Wind nervt mich im Moment nicht so, der ist leicht seitlich, fast Rückenwind, also geht's gut voran jetzt. Moment, gerade eben bin ich auch durch Bad Klein gekommen, da war doch mal irgendwas, jetzt habe ich nochmal gegoogelt. Ach, da war ja am 27. Juni 93 ein GSG 9 Einsatz gegen die RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Das war mir noch irgendwie in Erinnerung. Ist schon lange, lange her.
sehr lange her, aber es war noch im Gedächtnis. Also das war gerade eben absolut übertrieben. 25% war das nicht. 8% hat der Computer angezeigt. Höchstens, ich weiß nicht, wer das gemessen hat. Hier wird ein bisschen übertrieben. Aber man gut, das war nicht so stark. Hier ist gleich wieder so ein Ding. Lübo 8,1, Lübo 6,0. Ja. Wohlbehalten in Wismar angekommen. Nun stehe ich hier vor der Ruine Marienkirche, was von ihr übrig geblieben ist. Ja, war ein schönes Stück gerade, aber große Highlights gab es jetzt nicht. Boah, aber natürlich, Wismar ist richtig schön und ich muss sagen, ja, ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen, denn das Kopfsteinpflaster ist hier gar nicht mehr so schlimm in der Stadt. Es ist schön glatt geworden, haben sie gut restauriert hier alles. Wunderbar, macht richtig Spaß hier sogar zu fahren auf Kopfsteinpflaster. Ja, das soll was heißen. Auch richtig schön anzusehen ist es natürlich hier alles, aber naja, mal gucken, was ich hier noch so entdecken kann hier in Wismar. Und dann geht es weiter. Ja, es müsste so ziemlich genau am Ostseeküstenradweg entlang gehen. Richtung Boltenhagen. Nicht ganz nach Boltenhagen, aber fast dahin. Wismar bin ich nun raus. Es gab leider eine Umleitung. Ostseeküstenradweg war eine Baustelle. Ganz großes Stück. War nicht ganz perfekt ausgeschildert. Weil die Leute irrten so ein bisschen rum. Man merkt hier wieder, man ist auf dem Ostseeküstenradweg. Da ist wieder ordentlich was mehr los. Viele mit Gepäck. Dazwischen war immer ziemlich ruhig. Im Schweriner See war es auch ein bisschen mehr an Radfahrern, die da unterwegs waren. Auch mit Gepäck. Aber zwischendurch war es dann immer ruhig, aber wie gesagt, hier
geht das wieder los mit der Menge. Ich bin jetzt hier direkt, wie man sieht, an der Wismarer Bucht. Hier kommt der Wind gar nicht an. Hier ist gerade gar nichts los. Richtig schön gemütlich jetzt hier. Schöne Pause nochmal genießen. Sieht so aus, ob gerade Ebbe ist. Ja, der Wind, der treibt das alles raus. Richtung Finnland, glaube ich, müsste es ganz rausgetrieben werden. Es ist nämlich Südwestwind. Deswegen ist hier etwas weniger Wasser. Aber trotzdem ist das schön richtig warm. 22, 23 Grad. Eigentlich perfekt, ohne Sonne. Richtig schön. Ganz toll hier. Es geht dann weiter gleich Richtung Boltenhagen. Steife Brise hier. Eigentlich ist die Beschilderung ja gut, aber jetzt steht da östlicher Backsteinrundweg. Das ist total verkehrt, das ist der westliche hier. Der östliche ist Rostock, Stralsund und sowas und nicht Wismar, wo ich jetzt gerade hier bin. Also das ist ein bisschen verkehrt. So, jetzt bin ich am nächsten Strandabschnitt, am Wohlenberger Wieg oder auch Blaue Wieg genannt. Hier im Hintergrund, hinter der Straße, sind die Campingplätze, die sind proppevoll. Heute ist vielleicht nicht gerade das Strandwetter, aber man sieht, die Leute sind hier, es ist auch recht warm, den kann man ja trotzdem baden. Ich finde es auch richtig toll. Wieder ein schönes Stück gefahren jetzt, landschaftlich toll. Da hinten sieht man Boltenhagen, da komme ich nicht ganz hin. Ich werde irgendwo da vorne in der Ecke Richtung Süden, Richtung Revesmühlen abbiegen. Da habe ich noch 20 Kilometer hin. Aber es ist ein richtig toller Tag, muss ich echt sagen. Trotz des Windes richtig genial. Hier bin ich jetzt an einer Stelle, wo der westliche Backsteinrundweg wieder zusammenführt und eine andere Runde wieder herkommt. Ich habe ein bisschen abgekürzt über den Ort Oberhof, nicht das im Thüringer Wald, nein, sondern hier in Westmecklenburg. Aber wie man sieht da hinten, ein paar Schauer unterwegs, waren nicht angesagt. Regenjacke habe ich mit, Regenhose aber nicht. Aber das Dickste zieht vorbei, es sieht noch gerade gut aus, dass ich vielleicht trocken nach Revesmühlen komme. 15 Kilometer noch, teils Seitenwind, teils Rückenwind. Aber ja, ich hoffe, ich schaffe es. Aber bis jetzt war es ganz okay, der Wind, da kommt man gegen an. Also das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Und ja, ich muss sagen, läuft trotzdem gut. Ich habe schon über 105 Kilometer oder sowas.
ja, ist was zusammengekommen. Aber es ist richtig schön warm, trotz des Windes. Ja, jetzt ist gerade wieder so eine Böe. Ja, es ist trotzdem schön gewesen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch trocken nach Grevesmühlen komme. Das wäre nicht schlecht, dann wäre das ein perfekter Tag. Ja, und dann, ja, irgendwann stehe ich vielleicht wieder hier, wenn ich von dort komme. Nun bin ich hier in Grevesmühlen angekommen. Ich stehe jetzt hier am Plockensee. 500 Meter weiter ist das Zentrum, wo ich gestartet bin heute Morgen. War doch eine richtig tolle Runde, fand ich. Da war richtig alles dabei. Backstein, ja, hauptsächlich bei den großen Städten oder Ortschaften. Mal eine Kirche oder so. Aber dazwischen konnte man gut fahren. 120 Kilometer sind es geworden, sind natürlich recht sportlich. Und das bei dem Wind heute, aber es hat geklappt. Ja, es zieht so ein bisschen jetzt auf, könnte aber noch gerade so an Grevesmühlen vorbei schrammen. Vielleicht habe ich hier Glück, denn ich habe es ja nicht mehr weit bis zum Auto. Ja, und zusammenfassend, sehr gut war es heute. Natürlich ein paar Kopfsteinpflasterpassagen waren nicht so toll, aber da muss man mit rechnen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und natürlich die 3,5, die waren natürlich sehr schlecht. Das war das Schlechteste, die anderen waren nur kurz und die konnte man meistens auch irgendwie auf dem Bürgersteig oder so umgehen. Also Wegequalität war sonst eigentlich recht gut. Aus asphaltierten Straßen oder so, war echt okay. Sonst, ja, und die Highlights waren auch echt toll. Große Städte habe ich gesehen. Schwerin war natürlich auch sehr toll. Wismar ist klar, Grevesmühlen sieht auch gar nicht so schlecht aus. Man stellt sich das immer anders vor, finde ich. Und dann ist man wieder überrascht. Schöne alte Gebäude, was es jetzt hier alles gibt. Schön restauriert. Richtig top gepflegt jetzt. Also das macht richtig Spaß, sich das anzugucken. Das kann ich echt nur empfehlen. Und nochmal ein Stück an der Ostseeküste zu genießen, war auch recht toll. Naja, das war das erste Stück auf den westlichen Backsteinrundweg. Ja, aber es gibt ja noch mehr. Der ist noch viel länger. Ich hoffe, dass ich auch so schnell wie möglich schon die zweite Runde machen kann. Vielleicht ja schon morgen. Mal sehen. Also ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin. Tschüss.